Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Project Hospital. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und wir haben einiges zu tun in der heutigen Folge. Schön langsam kehrt ja Ruhe ein in unserem Krankenhaus. Demnächst werden die Mitarbeiter unser Krankenhaus verlassen, um nach Hause zu gehen. Und die Zeit werden wir nutzen, um einige Umbauarbeiten zu machen. Ein sehr treuer Abonnent bzw. auch Kommentarschreiber von mir, der Markus Walter, hat mich darauf hingewiesen, dass man etwas größer, dimensionierter denken soll bei diesem Spiel und nicht so, wie ich es mir gedacht habe, etwas kleiner anfangen und dann erst im weiteren Spielverlauf sich vergrößern mit seinem Krankenhaus, sondern er hat gemeint, man soll gleich von Anfang an größer denken, damit erstens die Patienten besser verarbeitet, also abgearbeitet werden können, versorgt werden können. Und in weiterer Folge, damit gar keine Patienten erst auf die Idee kommen, in unserem Krankenhaus zu versterben, in weiterer Folge dann auch die Notfälle. Ja, und ich habe mir gedacht, jetzt wird es gerade dunkel, sobald die Mitarbeiter das Krankenhaus verlassen haben, werden wir den Umbau beginnen, das heißt, wir werden die Wände etwas verbreitern, wir werden, so wie er mir es empfohlen hat, mal mit 3 Arztpraxen anfangen und mal sehen, wie viel Zeit uns dann im Gesamten noch bleibt, ob wir noch etwas anderes verändern oder verbessern können. Ja, ich denke mal, um 20 Uhr werden die Mitarbeiter das Krankenhaus verlassen. Das nutzen wir, beziehungsweise wir werden jetzt schon beginnen, hier die Wände einzureißen, beziehungsweise die Wände zu vergrößern. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir gleich hier dran dieses Teil hier dazusetzen. Das sollte da hoffentlich genügen. Nehmen wir gleich wieder diese Wände hier. Ich habe das jetzt ein bisschen daran gedacht. Dann müssen wir selbstverständlich die Fenster entfernen. Beziehungsweise eigentlich will ich die Fenster ja. Na, ist egal. Nehmen wir die Fenster mal weg. Dann müssen wir hier noch die Wand wegnehmen. Ah, die Fenster müssen hier auch noch. Entfernen, nicht ersetzen. So. Das können wir ja hier so lassen, diesen kleinen Bereich. Was, wie würde ich mir das jetzt am besten vorstellen? Kann man eigentlich ganze Gebäudeteile entfernen? Beziehungsweise ganze Raumteile entfernen? Die Wände hier würde ich gerne weghaben, genau. Jetzt würde ich eigentlich gerne diese ganze Arztpraxis, die wir hier haben, kann man die nicht irgendwie speichern? Vorlage. Probieren, erstellen. Vorlagen speichern. Speicherte Vorlage löschen. Speicherte Vorlage. Eigenartig. Ja, egal. Weißt du was? Ich mache das jetzt folgendermaßen. Wir machen jetzt mal Pause. Wir sind im Pausemodus, das wusste ich jetzt nicht. Wir werden jetzt ganz einfach das hier komplett entfernen. So. Da etwas Wände abreißen und Objekte abreißen. Objekte entfernen, Wände bleiben stehen. Also eigentlich sollten die durch jetzt verschwinden, oder? Mache ich gerade irgendwas falsch? Dieses Gebäude, beziehungsweise diesen Teil des Gebäudes, möchte ich jetzt entfernen.
Wände und Objekte abreißen. Willen? Lass dich nicht entfernen. Dass ein Mitarbeiter keinen Arbeitsplatz hat. Ich werde ganz einfach, vielleicht muss ich das umgekehrt machen. Ich nehme jetzt einfach mal den Korridor. Das ist das Korridor. Jetzt lässt sich's. Immer nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Lässt sich auswählen, gut. Warum lässt sich das jetzt nicht auswählen? Aus irgendeinem Grund lässt sich dieses Teil nicht auswählen. Ich schiebe das jetzt mal auf die Seite. Das lässt sich jetzt einfach nicht auswählen. Entweder ist dieses Spiel wirklich noch so dermaßen verpackt oder ich habe gerade einen Denkfehler. Die Trage kommt jetzt zukünftig hierher. So. Fangen wir anders an. Machen wir einfach jetzt mal den blauen Fußboden. Farbiger Boden. Achso, die sitzt noch drauf. Naja, das ist klar, dass ich den Stuhl nicht entfernen kann. Meine Güte. Ja, wie gesagt, zeitweise passieren Fehler, die ganz einfach. Ich sollte das Spiel öfter spielen, aber ich habe leider keine Zeit, das unter der Woche zu spielen. Ich bin ja die ganze Woche nicht zu Hause. Und somit kann ich immer nur am Sonntag eine Folge für nächsten Freitag aufnehmen. Ich freue mich zwar schon jede Woche darauf, das Spiel zu spielen, aber es ist einfach zu lange die Zeit. Es vergeht einfach zu lange Zeit, um sich da nicht komplett durcheinander kommt. So, jetzt das Ganze nochmal. Räume, Einrichtung, auswählen, entfernen. Oh, so hatte ich mir das vorgestellt. Gut, jetzt haben wir hier den Korridor und den Wartebereich. Der Wartebereich für das Röntgen ist hier. Der Wartebereich für die Ambulanzen ist hier. Und dann werden wir gleich mal drei Ärztezimmer machen. Und zwar werden wir das Ganze hier als Arztzimmer deklarieren. Und werden drei Stück da hineinstellen. Arztzimmer 6000, 4000, 5000. Dann nehmen wir das 4000er. Okay, das bringt quasi schon Wände mit, die wir ja so jetzt nicht brauchen. Bauen wir sie selber. So. Wollte zwar, aber lasst uns bleiben. Wir bauen jetzt diese Zimmer. Und 3, 4, 5, 6 ist die Wand. 1, 2, 3, 4. Sechste ist die Wand.
jetzt auch noch. Und ein bisschen besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, perfekt. Dann brauchen wir Türen. Dann nehmen wir natürlich die weiße Tür. Die platzieren wir hier und die platzieren wir hier. Die Räume sollen relativ identisch sein. Diesen Putzraum werden wir dann auch gleich umsetzen. Ich möchte jetzt nicht zu hastig alles überstürzen, aber ich bin jetzt gerade in Laune, das Ganze vorzubereiten bzw. fertig zu machen. Jetzt müssen wir mal die Arztzimmer hier machen. Und zwar Arztzimmer. So. Wir benötigen im Arztzimmer auf jeden Fall Schreibtisch. Dann nehmen wir den günstigen Schreibtisch, drehen den ganzen diesen Bereich. Ja. Dann benötigt jeder Schreibtisch einen PC. Jeder benötigt einen Bürostuhl. So, dann benötigen wir noch. Wir benötigen noch diese Krankenliege, glaube ich. Untersuchungsliege, genau. Platzieren wir hier, hier, hier. Muss ich noch ganz kurz etwas ändern, und zwar benötigt das Arztzimmer hier benötigt. So, genau. Das wird Korridor. Das wird der Wartebereich. Wartezimmer. Ja, lassen wir das jetzt mal im Moment so. Machen weiter. Was benötigen wir noch? Wir benötigen die Ärzte. Hier haben wir den PC, haben wir. Wir benötigen jetzt noch den Drucker. Selbstverständlich, um Rezepte ausstellen zu können. So, dann natürlich einen Desinfektionsspender. Machen wir gleich in der Nähe da. Ja. Biologischer Abfall, dann nehmen wir die günstigere Variante, die stellen wir gleich daneben hin. So, dann benötigen wir den Geräteschrank. Hierhin. Gerätetisch nehmen wir auch, den nehmen wir hier hin zu. So, jetzt brauchen wir noch die ganzen Geräte, dann nehmen wir dieses hier drauf. Dann dieses Analysegerät nehmen wir hier hin. Den Sehtest, selbstverständlich, den platzieren wir gleich. Haben wir den? Ja, den platzieren wir oberhalb dieses Medizinschranks. Und die Untersuchungslampe, und das, welches die günstigere? Wenn wir natürlich die günstigere. Hier hin. So, und jetzt haben wir eigentlich alle Pflichtobjekte, die wir brauchen, haben wir jetzt installiert. Möchte ich noch den Boden hier machen. Und zwar auch in diesem hellblau. Gut. Der Warteraum wird auch in seinem hellblau Ton
gemacht. Jetzt benötigen wir noch das Personal für die Räume. Das ist jetzt Nachtschicht. Genau. Und zwar, wie ist jetzt eigentlich die Ärztin für die Nachtschicht? Okay, das ist jetzt so zugewiesen. Ich muss jetzt schnell meine Ärztin hier anwählen und der muss sich jetzt den Arbeitsplatz zuweisen. Teilung wählen. Arbeitsplatz zuweisen. Achso, wenn sie nach Hause geht, kann ich ihr den Arbeitsplatz nicht zuweisen. Das ist aber jetzt nicht toll. Ah, sollte vielleicht umschalten von Tag auf Nacht. Ja. So, dann benötigen wir noch zwei Ärzte. Und zwar... Wir benötigen noch zwei Ärzte. Notfallmedizin 66, 63, 7. Allgemein 61, 63. Anästhesie. Naja, wir werden doch sie nehmen. Habe ich jetzt eine Krankenschwester genommen? Nee. Ein Arzt. Okay. Arztzimmer Nummer 1. Das muss man also auch zuweisen. Arztzimmer Nummer 2. Und Arztzimmer Nummer 3. Ist jetzt korrekt? Wieder auf Tagschicht. Also irgendwo habe ich einen gewaltigen Denkfehler. Ich bitte jetzt schon um Verzeihung. Ich denke, irgendwo habe ich einen gewaltigen Denkfehler gerade im System. Habe ich natürlich auch den... Nochmal, wir benötigen eine Ambulanz. Das Arztzimmer. Wir machen das jetzt ganz einfach so. Das der Wartezimmerbereich überlagert jetzt genau hier und hier. Okay, somit habe ich jetzt keinen Arztbereich. Jetzt nehme ich das Arztzimmer. Fange an. Zweites. Jetzt funktioniert's. Ja, sorry, das war von mir ein gewaltiger Fehler, den ich da verursacht habe, sozusagen. Aber das bessern wir gleich wieder aus. Wartezimmer. So. Jetzt müsste das Ganze passen. Somit sollte eigentlich auch die... Tagschicht. Genau. Wo ist die zweite Ärztin? Genau, sie kriegt dieses. Ja, man sollte natürlich tagsüber sagen. Und jetzt passt es auch, jetzt kann ich mir noch einen dritten Arzt nehmen. Und da werden wir. Da werden wir sie nehmen. Sie genau hier zuweisen. So. Jetzt. Stellraum.
Fehlende Ausstattung ist mir schon klar. Die stellen wir hier hin. Dann werden wir hier noch eine Wand ziehen. So. Eine Tür vielleicht noch. Hier die Wände wegnehmen. Vielleicht sollten wir es mindestens hier lassen. Dann machen wir das Ganze hier wieder zu einem Korridor. Beziehungsweise der Korridor hier wird vergrößert. Genau. Nein, kein neues Mitarbeiter. Nämlich hier. Aber nicht nachts, oder doch? Zuweisen. Tagsüber. Jetzt was. Also können wir das ruhig lassen. Gefällt mir eigentlich so in dieser Form sehr gut. Dann haben wir hier hinten noch Platz. Da werde ich jetzt ganz einfach die Wände verlängern. Beziehungsweise mal vorbereiten. Keiner sehen, was da hinten los ist. Dann nehmen wir noch die Sesseln. Hier hin. Frage ist nur, warum die random ihre Farbe verändern. So. Mit meiner Escape-Taste, das ist auch so ein Thema, das ich hoffentlich bald mal wirklich in den Griff bekomme. Blaue Bänke, wir wollen blaue Bänke, die jetzt dann. Nein. Neu. Wir wollen blaue Bänke. Hier. Hier. Die ist nicht gelb gewesen, sondern die kann man jetzt nicht erreichen. Sorry. Also zeitweise. Zeitweise. Gelingen mir Dinge, die. Aber wie gesagt, es kann sich nur. Ich gebe mein Bestes, ich verspreche dir, dass das Ganze sich auf jeden Fall bessern wird. So, wo ist jetzt eigentlich der Infoscreen? Der Infoscreen kommt. Könnten wir den platzieren? Wir zwei Infoscreens, diesen Ticketautomaten hier. So, das Ganze doch schon einiges besser aus. Gut,
Labor passt auch. Der Korridor ist da, die Trage ist auch hier. Sollen wir das daraus keinen Korridor machen, sondern die Radiologie. Radiologie hat einfach keinen Korridor, sondern ein größeres Zimmer. Dann bekommt dieses Wartezimmer der Radiologie-Sessel, und zwar in grün. Ist er wieder nicht erreichbar. Jetzt ist er ja. Sehr gut, das gefällt mir ja richtig gut. Und ja, lassen wir die Zeit wieder laufen. So, der erste größere Umbau ist soweit vollbracht. Ich hoffe, das Ganze funktioniert dann auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier leuchtet Licht, wir gehen jetzt alle nach Hause. Und ich glaube, das wird jetzt auch der Zeitpunkt sein, wo wir am Ende der heutigen Folge sind. Ja, ich weiß, es war ein bisschen chaotisch. Ich bitte dich, das mir zu verzeihen. Ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Project Hospital. Ich wünsche dir bis dahin einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus.